Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben ein ganz, ganz tolles Paket aus Österreich bekommen von einer Firma, aber ich wusste davon gar nichts, sondern mir wurde einfach geschrieben, dass mir jemand gerne was schicken würde. Ich habe meine Zustimmung gegeben und dann wurde es an meine Packstation geschickt. Ich habe das Ganze gerade abgeholt und jetzt habe ich das hier in der Hand, habe schon aufgemacht, weil ich einfach, wie gesagt, nicht wusste, ja, was da drin ist und worum es sich da handelt. Aber dann habe ich es direkt gesehen, als ich reingeschaut habe und dachte mir, okay, das ist auf jeden Fall ein Video wert hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, das im Hintergrund stört nicht mein Fenster auf und hier flackert die ganze Zeit irgendwie so ein Band durch die Gegend. Naja, aber ein bisschen frische Luft ist wichtig. Genau, ich würde sagen, wir packen es einfach mal aus und schauen mal, was da so drin ist. Also der erste Blick war auf jeden Fall schon mal wirklich fantastisch. Also ich war echt schockiert und bin jetzt schon total happy. Genau, ich wünsche euch jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß und dann legen wir los. Das Ganze kam hier in diesem kleinen Paket aus Österreich. Wie gesagt, das hier ist meine Packstation. Das heißt, wenn ihr irgendwas zuschicken wollt, dann könnt ihr jetzt einfach dahin schicken. Und dann kommt es auch bei uns an. Ich bekomme dann eine Nachricht auf dem Handy, das was in der Packstation liegt. Und dann hole ich das Ganze ab. So, wie gesagt, kam das Ganze hier in so einem kleinen Mini-Paket. Und ich habe es aufgemacht. Und dann hat mich das hier angestrahlt. Also so sieht das hier drinnen aus. Hier haben wir erstmal eine Karte. Da steht drauf, liebe Frau Bellmann, meine Entschuldigung für die Verspätung. Ich hoffe, die Kleidung gefällt Ihnen und viel Spaß damit. Alles Gute und liebe Grüße. Hier sind nämlich ganz viele Visitenkarten drin. Die Firma hipkidscollection.com. Ein toller Online-Shop mit schöner Babykleidung und besonderen Marken. Also, das Ganze sieht so aus. Und ich will jetzt wirklich keine Werbung machen. Ich werde dafür nicht bezahlt oder irgendwas. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, weil ich auch sehr, sehr viele Anfragen bekomme zum Thema, ob ja, ich irgendwelche selbstgenähten Seiten empfehlen kann, ob ich irgendjemanden kenne, der Babykleidung selber näht. Und deswegen wollte ich euch das jetzt einfach mal zeigen und ans Herz legen sozusagen. Wir schauen gleich nochmal in das Paket und dann erzähle ich einfach nochmal meine Meinung dazu, ob ich das wirklich so schön finde und gut. Aber das hier ist wie gesagt einmal die Firma. Kommt aus Österreich, also in Deutschland muss man den Versand mit einberechnen, aber für dieses Paket betrifft das, glaube ich, 4 Euro. Also das ist nicht so hoch, der Versand. Und das ist ja dann in Ordnung. Also wir haben einmal hier die Visitenkarten, dann haben wir unten so einen kleinen Anhänger. Der hat mich voll stutzig gemacht, weil der ist so süß. Das ist hier so ein kleiner, ich muss das hier mal alles festhalten. So ein kleiner Anhänger, da ist so eine Häkelkugel. Und hier oben ist so ein kleines Holzköpfchen mit so einem Smiley drauf. Seht ihr das? Genau, so ein kleines Männchen hier oben mit so einer Mini, wie nennt man das, Wäscheklammer. Und dann so als kleinen Anhänger, finde ich so süß. Und der wird auf jeden Fall wahrscheinlich an meinen Autoschlüssel kommen, weil der ist ja unglaublich süß. Also das finde ich schon mal richtig, richtig süß. Und der ist auch, wie gesagt, echtes Holz, also richtig schön. Richtig schön gemacht. So, und dann haben wir hier dieses rote Päckchen drin. Ne? Das ist zugeklebt mit so richtig viel Schnickschnack, aber ich würde sagen, wir heben das einfach mal raus. Oh, das sind noch mehr Visitenkarten. So, und dann mache ich das Ganze mal auf hier. Ganz vorsichtig. Ich hasse ja auspacken, weil immer das Geschenkpapier kaputt geht. Und das ist immer so schön eingepackt. Wer kennt das? Einmal bitte in die Kommentare, wer sowas kennt. So. Also, oh, ich habe es jetzt aufgemacht und ich komme schon ganz, ganz viel entgegen. Also, es ist auf jeden Fall richtig viel und so, ja, zusammengelegt. Seht ihr das? Tada! Und ich würde sagen, ich zeige das einfach mal alles einzeln. Das hier ist einmal so eine kleine Mütze, alles wirklich selber genäht. Und wenn ihr wirklich selbstgenähte Sachen sucht, schaut einfach mal auf dieser Seite vorbei. Erst recht, wenn ihr in Österreich wohnt oder wenn ihr einfach natürlich den Versand zahlen wollt.
Ich bin da wirklich jetzt schon total begeistert. Also, wenn ich das schon sehe, diese farbenfrohen Sachen und so, total niedlich, oder mit so einem, ja, so Bauernhof-mäßig. Fürs Handy tut's mir leid übrigens. Aber ich bin jetzt gerade so im Flow. Genau, ja, also ich finde die so süß, die kann man hier auch dann einfach so umklappen und dann hat man so eine richtig schöne Beanie-Mütze oder halt wirklich so richtig schön umklappen, wenn die einfach noch ein bisschen zu groß ist vielleicht. Richtig schön auf beiden Seiten das gleiche. Einfach richtig süß und auch total gut verarbeitet. Also die Nähte sind wirklich sehr, sehr gut. Da kann ich wirklich gar nichts zu sagen und ich bin wirklich begeistert. Also das sieht wirklich gut aus, ohne dass ich jetzt, ne, ich bekomme dafür wirklich kein Geld, sondern ich möchte euch einfach was empfehlen. So, dann eine super süße Hose, die ist auch wirklich sehr, sehr süß, aus dem gleichen Stoff. Wieder mit diesem Bauernhof und dann so ein rotes Bündchen. Auch wirklich sehr süß, wahrscheinlich so in 50, 56. Auch hier schauen wir uns mal die Nähte an. Oh, die sind wirklich sehr, sehr sauber. Also wenn Leute sich damit auskennen, dann sieht das schon wirklich sehr, sehr gut aus. Und ich habe, glaube ich, gehört, dass sie nicht nur selbstgenähte Sachen verkaufen, sondern auch, ja, fertige Babykleidung von verschiedenen Marken und so. Also da lohnt es sich auf jeden Fall einmal vorbeizuschauen. Ich werde es gleich auch mal machen. Und dann haben wir noch so eine Hose in so einem Ritterstoff. Auch so unglaublich süß, oder? Also allein dieser Stoff mit so einem türkisen Bündchen. Und auch hier sieht die Naht wirklich richtig gut aus. Auch richtig schön elastisch. Richtig schön genäht. Richtig, richtig süß. So, und dann haben wir einen. Oh, ein Strampler. Der ist immer richtig goldig. Oh, ich liebe ja Delfine, Wale, alles, was damit irgendwie zu tun hat. Und das ist einfach so unglaublich süß. Die kann man noch umklappen, sehe ich gerade. Also, dass der noch so ein bisschen mitwächst, sozusagen. Also wirklich dann von 50 bis manchmal sogar 62 tragbar. Da gibt es ja wirklich verschiedene Schnitte. Und den kann man jetzt, wie gesagt, unten einmal erweitern. Damit so schön knöpfen hier. Und halt innen auch richtig schön den Stoff. Also echt richtig, richtig schön. Auch das alles sauber vernäht, wenn ihr hier schaut. Alles wirklich richtig sauber vernäht. Kein einziger Fehler bis jetzt bekannt. Also ich habe noch nichts gesehen. Die Bündchen, da kann man ja immer mal schauen. Aber die sind auch mit der Naht. Also die sind wirklich auch richtig schön geworden. Und der ist einfach mal richtig süß, dieser Strampler. Der ist doch mal richtig süß, oder? Also wirklich, richtig, richtig toll. Genau, da freuen wir uns sehr, dass wir das geschenkt bekommen haben, sozusagen. Genau, das war's. Ich bin, wie gesagt, wirklich vollkommen geflasht. Und das hier so am frühen Morgen, also wirklich top. Einmal vielen lieben Dank an die Firma, wenn ihr zuschaut, dass ihr mir das ja zur Verfügung gestellt habt, kann man ja schon sagen. Und ich rate euch wirklich, schaut da mal vorbei. Ich mache das jetzt auch gleich mal und vielleicht bestelle ich ja sogar noch das eine oder andere. Also die Strampler sind wirklich richtig top. Die kann man wirklich mit Fuchs und Kiwi vergleichen. Also da ist wirklich, wirklich 1A Qualität. Und wir werden die natürlich noch im Gebrauch dann testen und dann werde ich euch in jedem Fall auch noch mal einen Bericht dann geben, aber dazu muss das Baby erstmal da sein und richtig schön in den Strampler strampeln. Genau, also schaut auf jeden Fall vorbei, wenn ihr selbstgenähte Kleidung sucht. Ich verlinke euch das auch nochmal unten in der Infobox. Also, wenn ich gleich auf der Firma vorbeischaue, auf der Seite, dann verlinke ich euch die Seite auch nochmal in die Infobox. Genau, dann könnt ihr einmal auf den Link klicken und dann vorbeischauen. Wie gesagt, selbstgenähte Kleidung sind bei meinen Zuschauern total beliebt und deswegen dachte ich mir, kann ich das ja mal zeigen. Genau. So, wenn ihr da draußen eine kleine Firma seid, die gerne ja auch so ein Video über ihre Produkte möchte, dann könnt ihr mich gerne anschreiben. Also ich unterstütze sehr, sehr gerne Firmen, die sich gerade aufbauen und die dann wirklich auch solche tollen Sachen machen.
Also, wenn ihr da wirklich so eine kleine Firma seid, die gerne eine kleine Unterstützung möchte, dann könnt ihr mich gerne anschreiben und dann, ja, mache ich auch gerne so ein Video über eure Firma, wenn sie mich dann wirklich so begeistert wie diese Firma. Also, das ist wirklich, ich kann nur immer wieder sagen, wie top das ist. Mal gucken, was der Felix nachher dazu sagt. Aber ich bin jetzt schon völlig begeistert. So, und jetzt quatsche ich gar nicht mehr viel rum, sondern ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!